Hallo ihr Lieben, dies ist eine neue Folge zum Thema Wok einbrennen. Die Frage war ja, Wok ruiniert und letztendlich, ob das Wok einbrennen funktioniert hat. Und zwar der Sven, der ist jetzt hinter der Kamera. Und wir starten heute einen neuen Versuch, weil das Ganze hat tatsächlich nicht geklappt. Auf jeden Fall auf den ersten Test hin mit Eiern anbraten. Du hast Eier benutzt, ne? Rührei gemacht. Ein Rührei hat er versucht zu machen und er sagt, das ging gar nicht gut. Also das Rührei ist was geworden, bloß es klebt halt nachher viel in der Pfanne. Achso, okay. Er sagt, es klebt die vier in der Pfanne und das Rührei an sich ist nichts geworden. Wer das jetzt nicht verstanden hat. Das Rührei ist was geworden. Und somit ist Folgendes entstanden. Wir haben uns hier nämlich, oder in diesem Fall hat er das fast alleine gemacht, ein Erdloch ausgehoben. Also ein neuer Versuch. Zum Thema Öl. Wir haben letztes Mal natives Olivenöl benutzt. Das ist definitiv ungeeignet. Haben uns schlau gemacht. Definitiv hitzebeständigeres Sonnenblumenöl haben wir jetzt dabei. Wo hast du es denn hin? Hier Das hinten, steht ne? da vorne. Ach, das darf ich gar nicht zeigen, sonst mache ich Werbung. Okay, da hinten steht's. Lass ich jetzt erstmal hier in Ruhe und komme gleich wieder zu dir. Ja, alles klar. Ich habe noch ein bisschen was im Garten zu tun und bin mal gespannt, wie weit er bis dahin gekommen ist. Wo das erste kleine Feuerchen ist an, wer sich gefragt hat, was ich letztes Mal da hatte oder was wir hatten zum Anzünden, das sind alte Bienenwaben. Super guter Grillanzünder und ich habe noch einiges davon im Bunker. Da war doch noch was, ne? Ja, ich habe mal gerade das an der Oberfläche gekratzt. Super, dann habe ich da auf jeden Fall noch genug. Okay, wie gesagt, ich lasse jetzt erstmal nur Ruhe. Da bin ich mal kurz 5 bis 10 Minuten weg und was ist hier los? Das Ding brennt schon. Also das Erdloch hat nach rechts, da wo letztendlich das Holzstück liegt, da unten ist noch so ein Tunnel. Mal sehen, ob man das von hier so ein bisschen sehen kann. Dadurch. Ja, da sieht man ein Loch. Und da zieht das genau die richtige Menge an Luft rein, sagt Sven gerade. Er ist total begeistert. Voll im Rauch. Wegflüchten! Der Rauch und meine Dreads vertragen sich nicht. So, zum Vorgehen vom Einbrennen eines Woks. Hier erstmal die ersten Infos zu Hause. Unbedingt mit Spüli und so sauber machen, denn bei der Herstellung werden irgendwie Erdöle benutzt. Und das ist natürlich nicht so schön, wenn ihr das dann im Wok mit einbrennt. Denn einmal den Wok abbrennen, das was der Sven gerade schon gemacht hat. Beziehungsweise letztes. Boah, der Rauch! Boah! Ich muss mich hier die ganze Zeit vom Rauch retten und vor dem Sven. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Einmal quasi alles abbrennen, aber nur von der Unterseite. Und damit die restlichen Spüli-Rückstände oder was weiß ich, was da irgendwie noch drin sein kann oder Erdölrückstände noch verbrennen. Das ist dann halt so minimal, das macht man wohl einmal. Denn danach, wir haben ja schon gesagt, die Benutzung mit Sonnenblumenöl, Bio in unserem Fall. Ich glaube, das würde ich auch generell empfehlen und dann nicht irgendwie Billigöl nehmen oder so. Oh, der Rauch. Ich muss flüchten. Warum flüchte ich? Wegen meinen Dreads. Die stinken sonst zu doll nach Rauch. Und das heißt, richtig ordentlich Haare waschen, das ist ganz schön stressig. Und die Haare brauchen halt lange, bis sie trocken sind. Ja, das, was er letztendlich gerade macht. Man lässt die Pfanne erstmal abkühlen. Ein bisschen. So 10 Minuten. Und dann kann man das Ganze einölen. Das macht er gerade. So, wir haben schon 20 Uhr, schreiten voran. Wie viele Durchgänge wollen wir jetzt machen? Vier, ne? 4 bis 5. 4 bis 5 Mal das Ganze. Wir sind beim dritten Durchgang. Wir sind beim dritten durch. Sicher? War das nicht schon vier? Nein, das war der dritte. Okay, dann ist das der dritte. Er wird das schon wissen. Ja, es raucht ungemein, aber Hitze ist noch da. Ich will jetzt nicht näher ran, die Gründe habt ihr ja schon erfahren. Und ja, das Prinzip wie beim letzten Mal einbrennen, das machen wir jetzt bis zum Ende und melden uns dann gleich nochmal. Ich haben uns dazu entschlossen, ein paar kleine Kartoffeln, Bohnen und was hatten wir noch? Tomate. Eine Tomate hatte ich noch über, dann gleich hier in den Wok noch zu machen. Ja, dann sind wir
aber auch gleich durch. Ich glaube, man sieht mittlerweile, wie dunkel das ist, oder? Knack, knack. Also ich kann es nicht abwarten, ich habe Hunger. Hier sind unsere Zutaten, mehr war nicht da. War ja auch nicht geplant, war so eine spontane Geschichte. Mann, die Kamera ist doch recht hell. Jetzt habe ich gerade die Möglichkeit, wieder aufs Display zu gucken. Ja, Kartoffeln, Tomate, paar Bohnen und Salz. Mehr haben wir nicht da und halt Öl zum Braten. Wollen wir mal gucken. Da habe ich noch zwei Mini-Zucchinis gefunden. Basilikum und Liebstöckel, Maggi-Kraut. Ich glaube, das reicht jetzt aber dicke. Ich werde mal ein bisschen schnibbeln. Das sieht gut aus, Lars. Was meinst du? Ich finde... Dafür, dass wir erst nichts hatten? Dafür, dass wir wirklich erst nichts hatten, ist da schon eine ganze Menge. Ja, und meine guten Sachen sind ja zu Hause bei mir. Beziehungsweise warten noch auf einen anderen Tag. Ja. Gut, kann das da hinten dann schon losgehen? Oh, jetzt kann ich doch noch mal ein bisschen filmen. Kriegst du das so geschwenkt, dass das die andere Seite hinkriegt? Kannst du schwenken? Weiß ich nicht, ob ich schwenken kann, einfach nicht versucht. Ja, okay, ich halt mal weg. Bin natürlich weiter raufgehalten. Geht doch, geht doch. Sieht auch nicht aus, als ob das jetzt alles anbrennt oder so. Wie war das zu Hause bei dir? Ja, war Spiegel. Also nee, hier war ein Rührei, das war grauenhaft. Also das hättest du auch jetzt schon gemerkt, wenn es genauso wäre, oder? Ja, hier sieht man's. Da passiert nämlich gar nichts. Da brennt nichts an. Sehr gut. Also voller Erfolg einbrennen versucht der zweite. Ui, der Rauch. Braucht man den Stock, der hinter dir liegt? Der kleine hier? Ja, genau. Der da? Ja. Schaut gut aus. Du machst es wirklich gut mit dem Schwenken. Ja, doch, glaube ich, hat es einen Bohnen abgekriegt. Ja. Hier ist das so schön warm. Also wenn man das sieht, wir haben wirklich ein Loch gegraben und da haben wir richtig Steine eingelassen, so was wir finden konnten, so dass das wirklich ja, wie so ein Ofen halt ist aus Steinen. Ne? Improvisiert. Improvisiert, aber funktioniert echt 1A. Das sieht doch gelohnt. Boah, sieht das lecker aus. Da ist der Luftabzug. Ja. Wird doch warm. Also ich finde, das sieht schon sehr attraktiv aus. Also Leute, Tomaten macht man eigentlich viel später rein. Aber wir hatten jetzt nun auch keine wirkliche Flüssigkeit. Deswegen dachte ich mir, das können wir gleich zu Anfang reintun. Das sind die Glashagen-Tomaten. Die Blue Pips. Blue Pips? Pips. Ah. Oh. Das ist das gute alte Bundeswehr-Stumpf. Ja, ich war mal beim Bund. Jetzt verliere ich Abonnenten. Ich hoffe nicht. Jeder hat doch einen Lebensweg hinter sich. Jetzt verliere ich welche, weil... Das ist so gut. Witzig, doppelt. Okay. Also wir machen hier jetzt alleine fertig. Die Lampe frisst auch super viel Strom und da gab es genug Aufnahmen zum Essen. Also es war ein voller Erfolg. Die Beschichtung hält tatsächlich, was sie verspricht. Besser als die Geschichte vorher. Beim Rührei, da war natürlich alles hin. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch bereichert. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie es geht. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Tschüss, euer Lars. Gut, weitere Infos dazu, wie man den Wok richtig einbrennt. Also man macht das einmal am Anfang, macht den Wok richtig sauber mit Spüli zu Hause, bis da nichts mehr dran ist und der Zug dann halt eben die Aufnahme zerstört.
Du weißt schon, dass du bei mir die ganze Zeit an den Beinen rumpiekst. Ist es besser so? Ja. Es kommt in die Outtakes, ne? Ja, klar. Oh, schön laut diesmal. Oh, der Rauch. Verdammt.